Guten Tag, mein Name ist Rico Stefan. Ich bin seit 2002 bei der Firma Heim und seit 2011 Büchsenmachermeister. Meine Hauptarbeit liegt in der Firma selber im Bau der Expressbüchsenrepetierer im Team sowie das Einschießen der Doppelbüchsen ab Kaliber 375 bis 600 Nitroexpress. Ich darf Ihnen heute die Heim Repetierbüchse Express vorstellen, nach Art des Morse Magnum Systems. Wir bauen diese Büchse in verschiedenen Kalibern: 300 Holland & Holland Magnum, 375 Holland & Holland Magnum, 404 Rimless N.A. Jeffrey, 416 Rigby, 450 Rigby, 458 Lott, 500 Jeffrey und 505 Gibbs. Die Waffe hat eine Gesamtlänge von ca. 1,16 m und eine Lauflänge von 61 cm. Dies zieht sich durch die verschiedenen Kaliber durch. Auf der Waffe selber oder auf dem Lauf selber haben wir feste Visierung gelötet, ein Ringkornsattel mit einem Messingperlkorn, 2,5 mm im Durchmesser, einen Ringriemenbügel für die Riemenbügelbefestigung und einen Ringvisiersattel mit einem Einklappenvisier zum schnellen sowie gezielten Schießen. Die Heim Express gibt es bloß in Rechtsausführung und wir haben einen 90 Grad Verschluss. Sowie auf dem Schlösschen eine direkte Schlagbolzensicherung, drei Stellungen. Die vordere Stellung ist die Feuerstellung. Die mittlere Stellung ist Schlagbolzen gesichert und man kann öffnen zum Entladen. Und die hintere Stellung ist die Kammer ist gesperrt und der Schlagbolzen ebenso. Zum Entnehmen des Verschlusses diesen öffnen, nach hinten ziehen und auf der linken Seite befindet sich der sogenannte Kammerfanghebel. Diesen öffnen und den Verschluss entnehmen. Zum Einsetzen wieder den Kammerfang gedrückt halten, den Verschluss einsetzen, einrasten lassen und nach vorne spannen. Zum Zerlegen des Verschlusses diesen spannen, die Sicherung in die mittlerste Position bringen, die Kammer öffnen und entnehmen. Bei der Kammer sehen wir, wir haben einen langen Magnum-Auszieher à la Mauser. Zum weiteren Zerlegen der Kammer den Kammersperrbolzen auf der linken Seite drücken und das Schlösschen um 180 Grad drehen. Dann kann die komplette Schlagbolzeneinheit entnommen werden. Wir haben hier einen sogenannten Bajonettverschluss, der das Ganze im 180 Grad Bereich hält. Sollte ich beim Reinigen aus Versehen an den Sicherungshebel kommen und den Verschluss entspannen, geht dieser ganz einfach wieder zu spannen, indem ich dagegen drücke und in die mittlerste Position das Ganze wieder begebe. Nach der Reinigung kann ich das Ganze wieder zusammensetzen, die Kammer, den Verschluss wieder im 180 Grad einsetzen, wieder verdrehen um diese 180 Grad, bis der Kammerfang einrastet. Kommen wir nun zum Magazin. Wir haben hier ein klassisches Klappdeckelmagazin mit Öffnungsdrücker im Abzugsbügel. Drücken wir diesen Drücker, öffnet sich das Magazin zum Entnehmen der Patronen oder zum Reinigen. Um das Ganze wieder zusammenzubauen, Magazin und Zubringer nach drinnen und wieder verschließen. Die Systeme und der Abzugsrahmen sind auf die verschiedenen Kaliber abgestimmt und somit auf die Patronenlänge sowie die Schulteranlage. Die Magazinkapazität beträgt 3 bis 4 Schuss je nach Kaliber und Größe
plus jeweils einem im Lauf. Systeme und Abzugsrahmen sowie alle anderen Eisenteile sind generell aus dem Vollen gefräst. Wir bieten die Express-Büchse mit zwei verschiedenen Montagemöglichkeiten für Zielfernrohr an. Erste Montagemöglichkeit ist ein 19 mm Prisma, wo es im Originalbereich Telly-Montagen oder ERW-Aufkippmontagen gibt. Leider gibt es diese Montagen nur für 30er Ring. Zweite Zielfernrohrmontagemöglichkeit bietet die klassische ERW-Schwenkmontage und die Vorbereitung zum Schrauben, Verlöten oder Verkleben. Dazu die jeweiligen ERW-Sockel, die wir dann im jeweiligen Bereich aufsetzen können. Weitere Daten und Preise zur Heimrepetier-Express-Büchse finden Sie in unseren Preiskatalogen sowie auf unserer Internetseite im Shop. Ich hoffe, der kleine Exkurs zur Heimrepetier-Büchse hat Ihnen gefallen und wir können Sie demnächst bei uns im Haus mal begrüßen.